Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen in meinem vorweihnachtlichen Studio. Ich bin natürlich wieder Evenger und ja, ich habe heute wieder ein heißes Thema, BECS Landesmedienanstalt. Worum es da sich genau handelt, seht ihr gleich. So, ich hatte vor langer, langer Zeit schon mal über die Landesmedienanstalt berichtet. Und ich wurde benutzt. Ich fühle mich so dreckig. Ich bin, wie gesagt, in der Com Austria zuständig für diese Abrufdienste, über die wir heute sprechen werden. Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Event Talk. Ich bin wieder Eventer. Ja. Ich habe ein kleines Update für euch. Denn bei der Rundfunklizenz gibt es eine Erweiterung bzw. einen neuen Entwurf. Und da genau geht es hier gleich nach dem Intro. Also, dass sie Gronkh und PietSmiet praktisch dazu aufgefordert haben, sie bräuchten eine Rundfunklizenz, weil sie ja auf Twitch 24 Stunden lang streamen und so weiter und so fort. Jetzt hat es auch andere getroffen, kleinere Twitch-Streamer, würde ich jetzt mal behaupten. Also Schlorox hat sich dazu gemeldet auf Twitter. Er hat gesagt, dass er jetzt Post von der Landesmedienanstalt bekommen hat und braucht eine Rundfunklizenz, beziehungsweise dass der Stream irgendwie ausfällt, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall nur mal kurz überflogen und gelesen. Gronkh hat sich dazu gemeldet, dass er denen ein paar Daten rüberschicken kann, weil er sich ja das Jahr eigentlich und das letzte Jahr sich damit befassen musste, was er alles dafür braucht und könnte ihnen ein paar Sachen rüberschieben, ihn ein bisschen darunter unterstützen. Review Insight hat jetzt auch Post von der Landesmedienanstalt bekommen. Also momentan ist es halt wirklich so, dass die Landesmedienanstalt verstärkt Streamer unter Druck setzt. Sie bräuchten eine Rundfunklizenz. Das Geilste finde ich an der Rundfunklizenz, dass sie meinen, man bräuchte einen Brandschutzbeauftragten. Jetzt mal ganz ehrlich, für was braucht man einen Brandschutzbeauftragten, wenn man zu Hause sitzt? Ein Brandschutzbeauftragter ist dafür da, dass man praktisch die ganzen Notausgangsschilder, dass die sichtbar sind, dass Notausgänge zum Beispiel nicht vollgestellt sind, dass die Schilder über Feuerlöschern vorhanden sind. Braucht man das zu Hause? Jetzt mal ernsthaft, das ist eine der Regelungen, die ich richtig, richtig bescheuert finde. So, wenn du jetzt alleine vom PC streamst und zockst ein Spiel, sag ich jetzt mal, für was braucht man dann eine Redaktion? Verdammt nochmal. Ja, ich meine, wenn man jetzt so ist wie zum Beispiel Game One oder Game Two, ich weiß nicht, wie die sich jetzt momentan nennen, die halt wirklich ein Studio aufgebaut haben oder bei Loot für die Welt, die da richtig ein bisschen dran arbeiten. Da könnte man jetzt sagen, man bräuchte eine Redaktion, ja, weil das ja ein bisschen größer aufgebaut ist, die haben ein komplettes Studio und so weiter und so fort. Aber für einen Streamer, der wirklich nur zockt, vom PC hockt, für was braucht der eine Redaktion? Ja, das sind alles so Regelungen, wo ich ein bisschen bescheuert finde. Ja, aber dazu erstmal mehr. Die Politik, beziehungsweise, ja, also die ganzen Parteien, die haben ja vor den Wahlen versprochen, dass sie sich darum kümmern, dass sie eine Regelung finden für die Rundfunklizenz. Dazu hat sich aber bis jetzt noch nichts geäußert. Das war einfach wieder so ein Versprechen für die Jugend, dass halt gewählt werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil es wäre das erste Mal seit so vielen Jahren, dass die Politik irgendwas für Kinder macht oder für Jugendliche in dem Sinne. Also sie denken da wieder mal nur an sich. Die haben ja auch momentan ein paar mehr, also eigene Probleme mit ihrer Jamaika-Koalition. Die wurde ja abgesagt. Jetzt sind sie irgendwie bei SPD in der Großkoalition. Die haben es momentan auch nicht so einfach, aber ich glaube, wir haben da trotzdem nicht allzu viel zu erwarten. Ich hoffe einfach, dass sich das irgendwann regelt. Was ich jetzt noch dazu zu sagen habe, YouTube-Streamer sind momentan noch nicht betroffen, also zumindest ist noch nichts bekannt. Momentan nur Twitch-Streamer. Ich glaube, weil man da ein bisschen mehr Geld verdient. Ne? Es geht ja beim Staat auch immer so ein bisschen um Kohlen. Die Ämter, die sind ja da immer so, ne? Die wollen ja immer ein bisschen was abgreifen. Und da man ja auf Twitch, glaube ich, für ein Abo schon 4,99 Euro im Monat bekommt, ich glaube, da fällt einfach ein bisschen mehr raus, wenn du auf YouTube da einfach nur Streams. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall sehen, ob sich das Ganze auch auf diese On-Demand-Angebote wie zum Beispiel YouTube, dass du Videos hochlädst, ob sich das da auch auswirkt. Das werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Ich muss jetzt natürlich auch aufpassen, weil ich wieder verstärkt streame. Ja, ich bin jetzt bei den 500 Abonnenten. Also ich habe auch die Möglichkeit, also es besteht bei mir auch die Möglichkeit, dass 500 Leute gleichzeitig zuschauen können. Und das ist ja schon eigentlich ein Grund, eine Lizenz zu brauchen. Ich weiß nicht, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ich noch irgendwas sehe. Ich hoffe einfach, dass es nicht so weit kommt und dass wir da schnellstmöglich eine Regelung finden. Ich meine, Gronkh und PietSmiet, die wollen ja auch sowas wie einen Verband gründen. Das ist tatsächlich eigentlich das Schlimmste passiert, was hätte passieren können. Die Landesmedienanstalt läuft
ein bisschen amok, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich überlege halt, wie man, was man jetzt machen kann, weil das Problem ist, zeitmäßig kann ich natürlich nicht jedem Einzelnen helfen, das funktioniert von der Zeit her nicht. Waltraud, dankeschön. Ich dachte, Schlorox wäre ein Einzelfall, ist es aber nicht. Das heißt, wir müssten irgendwie tatsächlich eine Art Interessensverband gründen. Dann ist die Frage, muss man oder sollte man mit diesem Interessensverband versuchen, eventuell doch rechtlich dagegen vorzugehen? Und die Frage ist natürlich, wenn man das vor Gericht trägt, es muss ja auch bezahlt werden und du weißt nicht, wie lange es dauert. Es kann sich über Jahre hinziehen. Das würde Unsummen vielleicht verschlingen. Ich, der Zwerg. Und das Schlimme ist, du weißt am Ende halt nicht, was dabei rauskommt. So ein Streamerverband, das soll dann so ähnlich ablaufen wie jetzt zum Beispiel ein Arbeiterschutzverband oder ein Mieterschutzverband. Die Mieterschutzverbände nicht kennen, das ist so ein Mieterschutzbund. Wenn jetzt zum Beispiel der Vermieter dich irgendwie scheiße behandelt, dass du irgendwie Schimmel in der Bude hast und du möchtest dann praktisch sowas wie eine Mietminderung erwirken, dann gehst du zum Mieterschutzbund, der finanziert dann praktisch die Gerichtskosten und so weiter. So ähnlich soll das dann da auch laufen. Müssen wir schauen. Wenn sich dann nämlich komplett Deutschland in so einem Streamerschutzverband zusammentut gegen die Landesmedienanstalt, dann wird es richtig, richtig interessant, weil dann können die mir den Gerichtskosten ganz schön in die Tasche greifen und dann vielleicht ist der Staat dann auch irgendwann gezwungen, endlich was zu tun, eine Regelung zu finden, dass wirklich alle zufrieden sind. Zu viel von mir, hoffen wir das Beste. So, meine lieben Freunde, das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir auf jeden Fall mal ein Like oder einen Kommentar da. Was haltet ihr von der Landesmedienanstalt? Ist es wirklich nur pure Abzocke? Wollen die jetzt wirklich nur den ganzen Streamern in die Tasche greifen, dass sie ein bisschen was vom Gehalt abhaben? Oder ist es halt wirklich so, dass ihr das genauso unfair findet wie das deutsche Fernsehen, die dann einfach sagen, ja, wir müssen den Scheiß auch bezahlen, dann müssen die das auch bezahlen. Ja, wo ich dazu sagen muss, beim Fernsehen, die kloppen sich 7 Minuten lang Werbung rein, alle halbe Stunde bei einem Film, wo du richtig rumkotzen musst, weil die jedes Mal diese Scheiße schauen muss. Die verdienen genug Geld, die können sich das finanzieren. So ein YouTube-Streamer oder ein Twitch-Streamer, die verdienen jetzt nicht wirklich so viel, dass sie sowas bezahlen können, zumindest die kleineren, also ab 500 Abonnenten. Habe ich noch keinen gesehen, der 10.000 Euro im Monat aufbringen kann, um den Scheißdreck zu bezahlen. Also musst du schon ziemlich viel Merch verkaufen und Zeug. Aber das sind alles andere Themen. Schreibt mir es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde einfach sagen, das war's von mir. Wenn ihr mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet, dann wieder diesen hier. Ich bin euer Evenger. That's what I'm do. I'm do it for you. See you next time. Euer Evenger. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus, alter Schwede.